Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Empire of the Underground, meine lieben Freunde. Wir sind nun im Formicariums Level 3 und das heißt, wir können die Ernte spielen. Wir werden also jetzt hier zum ersten Mal mit Blattschneiderameisen hier wohl konfrontiert. Kolonien in enger Nachbarschaft konkurrieren um Blätter. Wir werden also jetzt Blätter abschneiden. Das ist dann wie in der echten Natur. Die Blattschneiderameisen legen dann diese Blätter in ihren Bauten ab und kultivieren darauf Pilze. Und diese Pilze fressen sie. Es ist unglaublich, ne? Wir haben also de facto im Grunde sowas Ähnliches wie ackerbaubetreibende Ameisen. Und das alles ohne ein höheres Gehirn. Die Natur ist faszinierend. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt hier auch, ich glaube, diese Spottfähigkeit jetzt hier nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Damit sich jetzt hier die Major-Ameisen hier oder besser am Leben erhalten können, sobald sie niedrige Gesundheit haben, also sehr hohen Widerstand bekommen. Ich glaube, wir probieren das mal. Genau, wir probieren das mal. Wenn es scheitert, dann scheitert es. Wir werden es sehen. Und diese Ameisen sind halt sehr viel teurer und sehr viel größer, wie man sieht. This young queen has successfully raised her first daughters beneath the leaf litter of the rainforest floor. The nutritious fungus she fed them as larvae is now dwindling. If they don't find food quickly, they will all starve. Okay, wir müssen also schnell jetzt Fresschen finden. Dann arbeiten wir uns hier mal gerade eben mal durch. Oh, wir fangen wirklich an zu verhungern. Oh. Ah nee, das ist der verfügbare Platz zum Kultivieren von... These rove beetle larvae are distant relatives of the European devil's coach horse. Despite a few million years of separation, they share the same carnivorous appetite, razor sharp pincers and most importantly a fearsome final form. Okay, neue Arten von Käferlarven stehen uns jetzt also ins Haus. Oh Gott, da kommen jetzt aber richtig große Viecher, habe ich so das Gefühl. Ich habe noch keinen Ausgang gefunden. Ach, der Ausgang wird da oben sein. Ja, aber es ist an und für sich vielleicht sogar ganz gut so. So. A young velvet worm, Oroperipatis ecuadoriensis, has been uncovered by the ants. These ancient mysterious predators are masters of ambush. They creep toward their unwitting victims silently on soft hollow legs. Once in range, they squirt oscillating streams of slime, forming a wide net that entraps their prey. Interessant, interessant. Warte mal, hier kann ich jetzt hier, glaube ich, ein Blattlagerfeld machen. Komm, ich mache jetzt mal ein Blattlagerfeld. Wir müssen danach mal entsprechende Methoden an den Tag legen. Dann gehen wir hier noch weiter. Und hier noch weiter. Das Dumme ist halt bloß, ne, dass ich, glaube ich, mit diesen ganzen Viechern überhaupt nichts anfange. Wir fressen die, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Predators are loose in the nest. The larvae must be protected. Ich muss jetzt also hier meinen Weg nach draußen finden. Oh shit, helf mal damit, sonst schaffen wir das jetzt hier nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das gut läuft. Nee, das läuft gerade gar nicht gut. Hätte ich vielleicht einfach direkt rausgehen sollen. Das war's. Okay. Das sieht jetzt eher so mittelgeil aus jetzt hier. The Queen is in imminent danger. Okay, okay, okay. Möglicherweise überstehen wir den Scheiß doch noch. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns jetzt hier noch durchgraben können. Vielleicht überleben wir. Das wäre jetzt aber wirklich ein Close Call, ich sag's euch. Wir brauchen doch... Waste is building up in the fungus gardens. The leafcutters need to dig out a refuse dump. The juicy grubs nearby are a staple meal for many underground opportunists. But for now at least, they will go ignored. This budding Atacephalotis leafcutter colony has only one viable source of food and it must be collected above ground. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen müssen wir hoch. Ich hätte direkt den Weg nach oben wählen sollen. Das war... ein unnötiger Umweg hier gerade eben. Und ich habe geistig halt noch völlig falsch gedacht. Ich habe immer noch daran gedacht, quasi so, ja, wir müssen die ja fressen. Ne? Nein, müssen wir nicht.
Das war so doof. Da, guck mal, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Arten von Kriegern und dann haben wir sogar noch eine Tank-Variante. Also, wir sind jetzt wohl hier. The small scouting party of minor workers could lead any number of deadly jungle creatures back to their undefended queen. They will need time and luck on their side. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Ja, wir werden das. The workers have located a patch of young seedlings. Just what they were looking for. The leaves are soft enough to be sliced up with ease and carried back to the nest. Okay, wir werden das jetzt sicherlich alles mit einer einzigen Ameise, die wir noch haben, schaffen. Um Gottes Willen, die Vorstellung. Okay, jetzt lage erstmal jetzt hier die Blätter ein. Ich bin guter Dinge. The harvested leaf chunks are not eaten directly. Instead, they are used by the very smallest minim workers to cultivate a nutritious fungus. Over time, waste builds up in the fungus gardens, and if left unchecked, it can attract necrotrophic parasites. To deal with this problem, Atacephalotis dig out subterranean waste heaps, preferably as far as possible from the healthy nursery chambers. Aber ihr seht, wir bekommen jetzt hier auf jeden Fall unsere. The most accessible leaves are located to the north of the nest entrance. However, another Atta colony has already laid claim to them. The close proximity of these nests places the two colonies in direct competition with one another. Time will tell which has the potential to grow into a great empire and which will submit to the unforgiving law of the undergrowth. Also wenn ich jetzt gerade eben mein Geld wetten müsste, ich würde sagen, die anderen gewinnen. Alleine wegen der Ameisensituation, ne? Aber jetzt gucken wir mal, ne, wie viel Nahrung oder wie viel Blätter wir jetzt hierher bekommen. Wir haben erstmal eine Menge Ameisen wieder aufzuholen. Da läuft irgendetwas. Oh, da ist eine Spinne. Das ist nicht cool. Nee, das ist gar nicht cool. So, ihr macht euch jetzt hier erstmal schnell wieder raus. Organisiert jetzt hier noch mehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bekomme also jetzt hier ein bisschen Nachwuchs. Genau das, was ich sehen wollte. Hier hat es auch nochmal Viecher drin. Auf diese Viecher habe ich nach wie vor relativ wenig Bock. Kann ich das jetzt hier nochmal vergrößern? Ich glaube, ja, ich kann das hier vergrößern. Kann ich dadurch jetzt hier noch mehr Platz schaffen? Was kostet mich das? Ja, ich brauche mehr Nahrung. Ich brauche einfach mehr Nahrung an der Stelle. Da ist immer noch eine Spinne unterwegs. Die hat so viel Fresschen, man muss sie nur holen. Mann, 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 wir müssen das Fresschen nur holen. Da lagert es schön rein. Jetzt werden die hier wieder schön versorgt. Halleluja. Was kostet denn so ein Teil hier? 20. Okay. Oh oh. Waste is building up in the fungus gardens. The leafcutters need to dig out a refuse dump. Ja, ja, ich muss einen Ort bauen, wo ich meinen Müll hinpacken kann. Schon klar, schon klar. Die Frage ist bloß, wo mache ich das hin? Ich bin ein Fan davon, das jetzt hier unten zu machen. Wir machen das dahin. Blattschotter sammeln ihre Nahrung auf andere Art und Weise als andere Arten. Sie fressen ausschließlich Pilze, die sie auf den Blättern züchten. Blätter findest du nur oberhalb der Erdoberfläche. Genau. Wenn Pilze verbraucht werden, müssen sie Überreste entfernt werden. Ja, dafür brauchen wir dann halt diesen Müllplatz an der Stelle. Also wir definieren jetzt hier diese Müllplätze. Ich glaube, das limitiert dann auch irgendwann mal quasi unsere Kolonie. Na, das ist jetzt, glaube ich, die Müllproblematik, mit der wir irgendwie umgehen müssen. Okay. Ich glaube, die Situation scheint sich jetzt hier ein bisschen zu verbessern. Ja, die Situation verbessert sich jetzt so langsam, aber sicher. Was kommen denn da noch für Meldungen? Du benötigst eine Kammer, um Blätter zu lagern. Ja, das weiß ich. Minoameisen sind die Arbeiterinnen der Blattschneiderkolonie. Sie sind kleiner als die anderen. Das sind diese winzig kleinen, die überall rumlaufen, die ich gar nicht bauen kann. Wenn auch nicht die kleinsten und können bei jeder Beerdigung nur klein. Ach nee, stimmt gar nicht. Okay, die Minoameisen sind die, die wir jetzt hier schon haben. Das sind die da. Und dann gibt es aber noch kleinere.
Während sie Blätter transportieren, bewegen sie sich verlangsamt fort. Die meisten Pflanzen können abgeerntet werden. Platziere einfach eine Markierung in der Nähe in der Kolonie, wird die auf ein Pflanzen in der Umgebung klettern und diese Blätter entfernen. Auf allen von dir errichteten Brutfeldern schlüpfen eine Minima-Ameise kostenlos. Diese winzigen Ameisen verrichten zwei wichtige Tätigkeiten in der Kolonie. Erstens tragen sie kleinere Blattstücke aus dem Lager in die Kinderstuben, also hier rein, wo diese zu Pilzen kultiviert werden, und sie entsorgen die Überreste von Pilzen aus den Kinderstuben. Dann haben wir noch, wenn du die Ameisenstraße der feindlichen Kolonie angreifst, wird diese unter Umständen vorübergehend zurückgedrängt. Stelle dich allerdings darauf ein, dass sie mit größerer Anzahl zurückkehren werden, um Rache zu üben. Es könnte schlau sein, sie zurückzudrängen, schnell zu ernten und sich anschließend wieder zurückzuziehen, also Hit and Run zu fahren, so wie es aussieht. Okidoki. Okidoki, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier genügend Blätter organisiert bekommen, um unsere Situation in den Griff zu bekommen. Wir haben ja noch gar keine richtigen Soldatenameisen, aber ihr seht, ne, es ist auch eine ganze Menge an... As the sun sets below the horizon and the thick rainforest canopy shrouds all but the slightest glimmer of moonlight, the predators of the night begin to emerge. Oh je. Ich weiß nicht, ob ich die Predators of the... Oh, das ist ein Opilionis, oder? Was bist du? Weberknecht? Ja, ein Opilionis. Verschiedene Arten. Och Mann. Okay, ja, also ihr könnt mir glauben, es sind keine Spinnen. Es sind Spinnenartige. Das ist quasi so wie die Schwestern-Spezies oder Schwestern-Gruppe, sage ich jetzt mal, der Spinnen. Sie gehören auch zu den Spinnenartigen, aber sie sind keine Spinnen. So, wir sammeln jetzt hier Nahrung. Die anderen sind leider immer noch sehr viel schneller dabei, die Nahrung zu sammeln. Wo geht denn die Nahrung hin? Ach, ich sammle hier gerade eben noch die gesamte Nahrung an. Ah. Unsere Pilzmenge nimmt immer mehr zu. Okay. Dann bin ich jetzt ein Fan von der Idee, hier noch mehr reinzubuttern. Also ihr seht, ne? Das funktioniert hier halt alles ein bisschen anders, als wir das bis jetzt gewöhnt gewesen sind. Okay, ich bin jetzt der Meinung, dass wir jetzt hier mal anfangen, einen Raum zu schaffen, der uns hoffentlich Kriegerameisen erlauben wird. Was sind das hier? Das sind jetzt die ganz großen, die Major Blattschneiderameisen, Soldaten Spott. Und das hier sind die normalen Soldatenameisen. Was kosten die? Die kosten 80. Das muss man erstmal haben. Aber jetzt organisieren wir uns erstmal hier nochmal ein bisschen mehr Blätter. Weil bis jetzt kann ich ja gar nichts in der Richtung machen. Was kostest du hier? Du kostest wahrscheinlich 200. 150, ja, okay, das ist nicht wenig. Definitiv nicht wenig. Nein, was mache ich denn? Verdammt. Ihr sollt mehr Nahrung organisieren hier. Holt noch mehr Blätter. Die machen so viel Nahrung. Die anderen, ich brauche noch viel mehr. Also ich muss noch sehr viel mehr von meinen Ameisen jetzt hier anspornen. Und noch mehr Nahrung einlagern. Okay, jetzt haben wir 47. Das dauert halt alles seine Zeit hier, ne? Das ist gerade eben echt schwierig. Was ist eigentlich, wenn ich die hier upgrade? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade eben gar nicht. Gucken wir mal, was da dran steht. Keine Ahnung. Steht nicht so richtig dran, was das jetzt hier bedeutet. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal jetzt hier eine Art Soldatenameise. Die tue ich jetzt hier schon mal in die Hauptgruppe. Ich möchte noch mehr Soldatenameisen haben. Das Dumme ist bloß, warte mal, oder... Nee, ich mache eine eigene Gruppe. Ich mache jetzt hier den Pheromon für die 2 hin, dann geht ihr dahin. Die 1er, die stelle ich jetzt mal dahin. Und die 2er sammeln jetzt hier noch mehr Fresschen ein. Gut, gut, gut. Ich brauche halt noch deutlich mehr. Da kommt der. Oh, die sind richtig schön groß. Das ist sau cool. Und dann möchte ich demnächst nochmal so eine Spott-Variante haben, aber alles zu seiner Zeit. Ich brauche eigentlich sogar noch mehr Arbeiter.
damit ich auf beiden Seiten die Blätter abfarmen kann. Ich denke, es würde Sinn machen, wenn wir also uns jetzt hier reinarbeiten. Wäre so eine Idee von mir, um dann hier nochmal einen Ort zu machen, wo wir die Arbeiter hinpacken können. Also nochmal eine Gruppe Arbeiter möchte ich haben. Die sind halt teuer, aber was soll man machen? So, hier so ein Verbindungsteil setzen und dann legen wir mal los. Um noch mehr zu organisieren. Oder ist... Gott, wie viele Blätter hier sind. Also wir sind umgeben von Fressalien, ne? Wir sind einfach umgeben von Fresschen, aber wir müssen sie halt erstmal haben können. So, wie viel lagern wir hier eigentlich gerade eben ein? Ich muss mal gucken, ob ich das hier upgraden kann. Ich habe das Gefühl, das könnte Sinn machen. Damit ich hier noch mehr Müll rausbringen kann. 170, 200, ja, das ist ganz gut. Und dann wollen wir noch mehr Arbeiter haben. Ihr holt jetzt noch diese Blätter hier. Ihr geht jetzt noch dahin und organisiert hier noch ein paar Blätter. Wenn ich Glück habe, sind wir jetzt demnächst... Oh, das sieht so cool aus. Sind wir jetzt schnell genug, hier die ganzen Blätter jetzt hier zu organisieren. Wisst ihr was? Ich packe mal alle wirklich dahin. Und sorge dafür, dass hier die Soldatenameisen auch noch ihre Aufgaben übernehmen. Ich kann ja erstmal hier diese ganzen Blätter hier abfarmen und dann woanders dann noch tätig werden. So, sehr gut. Was passiert eigentlich, wenn ich die upgrade? Ich weiß es nicht. Ich gebe es zu, ich weiß es nicht. Das muss ich erst noch rausfinden. So, organisiert noch mehr von dem Zeug, Freunde. Wir haben schon sehr viele Blätter jetzt hier. Ich bin ein Fan davon, die jetzt auch noch abzugraden. Damit ich noch mehr Blätter einlagern kann. Ich habe das Gefühl, das wird nämlich ansonsten jetzt demnächst hier sehr, sehr knapp. Da noch bitte. Und da noch bitte. Und da noch bitte. So, dann machen wir noch mehr Arbeiter. Der Plan ist es jetzt, hier so viele Blätter wie möglich einzusammeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann muss ich demnächst, wenn ich jetzt hier diese ganze Nahrung habe, auf die andere Seite gehen, ne? Ja, wobei, hier ist noch einiges zu holen. Ich ahne, dass noch eine richtig fiese Herausforderung kommt. Aber bis jetzt macht das jetzt hier gerade sehr großen Spaß. Da kommt jetzt hier wieder ein Riesenbunch an Blättern. Die jetzt halt erstmal hier überall eingelagert werden müssen. Zum Kultivieren. So, ihr macht hier schön weiter. Und dann brauchen wir noch mehr Soldaten. Ich will eigentlich jetzt auch mal diese Daybreak has arrived and the creatures of the night scurry back to the dark crevices of the undergrowth. For the ants, however, the objectives of the day remain unchanged. Locate vegetation, defend supply lines and process leaves. There is no time for rest. Eine Springspinne ist hier in einer gefährlichen Nähe. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Sollten wir mal ganz, ganz vorsichtig sein, würde ich sagen. Ich baue auf jeden Fall noch mal ein paar weitere Soldaten hier. Viele kann ich ja leider gar nicht. Noch mal eine Kampfgruppe. Okay, dann machen wir mal hier noch mal eine kleine Höhle. Dann möchte ich mal die jetzt hier ansiedeln, ne? Ich möchte jetzt mal hier diese Major-Blattschneider-Soldaten mit Spottfähigkeit hier bekommen. Die sind bloß schweineteuer, ey, ich sag's euch. Unfassbar.
Wird schwierig, das hier alles abzugraden, wenn es hier so weitergeht. Yep, das wird schwierig. Aber, Moment, jetzt haben wir gleich den ersten, den wir jetzt hier machen können. Ausgezeichnet. So. Ihr könnt hier immer noch... Nee, wisst ihr was? Ihr geht jetzt hier rüber und holt euch jetzt Fresschen da drüben. Währenddessen ihr hier noch da weitermacht. Ja, die Soldatenameisen, die holen sich natürlich auch schöne große Blätter hier, aber es ist demnächst jetzt hier abgeerntet. Ne, ihr seht, die Blätter, es sieht halt schon cool aus, wie die einfach alle weggenagt werden. So, du gehst ja noch in diese Gruppe rein. The Leafcutters have raised their first major ant. Its swollen head is filled with muscle to power its crushing jaws. Few stand against it in combat and escape unscathed. This champion warrior will make a fine addition to the colony. Tja, bin ich mal gespannt. Wo ist er denn eigentlich? Da ist er! Guckt euch den mal an, den Kerl. Wie viel Leben hast du denn? Nur 200? Da habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Egal. Ihr könnt noch ganz, ganz kurz da oben diese Teile jetzt hier noch ernten. Dann erntet ihr noch das hier ganz, ganz kurz. Jetzt haben wir immerhin schon mal 260 jetzt hier unten. Ich hole noch mal so einen hier ran, ne? Und noch einen. A brightly patterned jumping spider, say Casviri D. purpureus, has subdued one of the workers. This expert solo hunter combines extreme agility with incredible forward vision, allowing it to pounce on unsuspecting prey with pinpoint accuracy. Aber wir haben sie gekillt. So, erledigt. Das war wichtig. So, wir holen uns jetzt hier die nächsten Pflanzen auf der Seite. Ah, die Müllsituation gerät schon wieder hier so ein bisschen außer Kontrolle, habe ich so das Gefühl. Also, wir müssen wieder mehr Müllplatz schaffen. So, zack, 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 zack. Na, ihr seht schon 260, das wird natürlich auch mit der Zeit abgebaut, aber halt auch nur mit der Zeit. Also durchaus ein limitierender Faktor, den wir hier gerade eben jetzt hier beseitigen sollten. The workers have done all they can to improve this refuse dump. Gut, 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 gut. Dann holen wir uns nochmal eine normale Soldatenameise hier ran. Zehntausend Nahrung soll ich hier sammeln. Das wird hart. Wisst ihr was, was ich mache? Ich sage einfach mal, das ist jetzt hier dieselbe Gruppe hier. Why not? Dauert eh noch eine Weile. Leafcutters aren't the only ants nearby. Whilst the two Atta colonies joust for territory, Odontomachus bowery trap jaws roam the clearing. They can be found hunting alone or in small packs for vulnerable invertebrates to take back to their nest. They use snapping jaws to bludgeon their targets, exerting 300 times their body weight in a single blow. Okay. Leider habe ich nicht gesehen, was es gerade eben gewesen ist. Aber irgendetwas hat uns gerade eben wohl angegriffen. Aber wir haben es zum Glück abgewehrt. So, wir machen noch mehr jetzt hier von unseren Soldaten. Die halt echt schweineteuer sind. Wenn wir Glück haben, werden wir demnächst anfangen, die anderen zu überholen. Das soll auch ruhig so weitergehen, wenn es nach mir geht. Also die anderen Ameisen wohlgemerkt. Wir machen hier nochmal ein bisschen mehr Platz rein. Ich will die Arbeitergruppe hier noch mehr vergrößern, zumindest ein bisschen. Dann machen wir nochmal einen Arbeiter, einen Soldaten rein. So, sehr gut. Einmal, zweimal. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. So schlimm wird's nicht sein. So, hier sind die Blätter alle weg. Ja, ich werde demnächst dann weiter weggehen müssen, ne? Um noch mehr Futter zu bekommen. Hier oben zum Beispiel ist noch sehr, sehr viel. Aber dafür brauche ich bestimmt noch mehr Verteidigung. Ja, komm.
nochmal so einen. Also wir machen diesen Raum jetzt hier auf jeden Fall erstmal so einigermaßen voll. Dann machen wir, warte mal, dann sind das hier 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, ich finde 16 ganz, ganz ordentlich. 500 irgendwas. Oh Mann, oh Mann. Ah, Moment. Hier kann ich ja schon wieder aktiv werden. Um den Müll jetzt hier quasi loszuwerden. Vor allem, um ihn schnell loszuwerden. Gut. Dann verbessern wir dich noch. Und dich noch. Und dich noch. Und dich. Dann bin ich hier einigermaßen guter Dinge, dass ich die meisten zumindest hier abgegradet bekomme. Ja, die da unten halt nicht, weil ich den hier nicht abbauen kann. Das ist ärgerlich. Aber ich kann nachher hier vielleicht noch einen Gang hinmachen. Und ja, hier vielleicht auch noch einen Gang. So in der Art. Und dann kann ich nämlich hier so einen kleinen Exploit nutzen, hier die Wege zu verbessern. So. Haben wir hier überhaupt noch was? Ne, wir haben ja auch nichts mehr. Shit. Doch, ja, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, wie wir sehen. Aber es geht hier so langsam aber sicher uns die Nahrung aus. Also der letzte Rest vom Schützenfest wird jetzt hier von uns eingesammelt. So, hier gibt es noch 9, dann geht ihr noch dahin. 2 noch. Der holt sich jetzt hier den Rest. Ihr holt euch noch den Rest da. Wir gehen schon mal vorsichtshalber jetzt hier hoch und dann geht ihr jetzt auch da hoch. So, 200 irgendwas. Jetzt holen wir uns noch mehr Soldaten. Mehr können wir uns gerade eben nicht leisten. Das One of the ants has fallen prey to a young leaf mimic praying mantis. Oh. Once in range, its long razor-clad forelegs can ensnare and impale victims with lightning speed. Ja, aber da ist jetzt gerade eben nicht so viel passiert mit der Mantis. Die hat sich übernommen an uns hier gerade eben. Okay, dann holt mal noch mehr Blätter, Freunde. Moment, jetzt komme ich jetzt zu dem Schluss, dass... Nein, nicht kaputt machen. Nein, 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 nein. Hier machen wir nochmal einen Weg hin. Dann kann ich hier nochmal was hinsetzen. Kann ich den hier noch upgraden? Um die hier auch noch mehr upgraden zu können. Versteht ihr, was ich meine? Ich will noch mehr einlagern können. Ist nur so eine Idee. Ah. Ist nicht ideal. Es ist gerade so, dass es eben nicht geht. Verdammt. Oh, ich hasse es. Was ist, wenn ich hier nochmal aufmache? Dann müsste es doch eigentlich machbar sein. So, machen wir auch nochmal hier ein Geschwindigkeitsfeld hin. Und dann verbessern wir dich jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz. Genau, jetzt kann ich dir nochmal verbessern. Dann kann ich den danach noch verbessern. Genau, jetzt zieht es sich wahrscheinlich so durch. Perfekt, perfekt, perfekt. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Wunderbar. Also wir können jetzt noch mehr einlagern. So, wir Nightfalls, and under the cloak of darkness, velvet worms, bush crickets and harvestmen emerge from their hiding places. Any ant straying from the relative safety of the trail will likely meet with an unfortunate end. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Okay, aber unser Plan hier geht anscheinend auf. Dann gucke ich mal, dass ich die normalen jetzt hier auch nochmal ein bisschen verbessere. Dann kann ich das hier alles ja auch nochmal mehr verbessern. Ne? So, Stück für Stück die ganzen normalen kleinen Sammelameisen stärken. Dass sie effizienter werden. Ich grade die mal aufs Maximum ab. So, scheint gut zu laufen hier gerade.
Weil Blätter dürften hier genügend rumliegen. So, zack, zack, zack. Und auch hier nochmal. Und da. Und da. Und da. Also wir haben jetzt gerade einen schönen kontinuierlichen Strom an Blättern, die jetzt hier reinkommen. Mir gefällt das. Fantastisch. Den haben wir gemacht, dann kann ich noch den, danach kann ich noch den da machen. The battle has begun. Was? Irgendwas hatte mich angegriffen. Ich weiß aber nicht, was es war. Oder es ist, glaube ich, jetzt schon weg. Was ist denn das? Das ist ein Hundertfüßler? Ein Stummelfüßer schon wieder, okay. Oropiripatus ecuadoriensis. Ich hoffe aber, dass uns egal sein kann. Naja, wir werden sehen. Hier kann ich auch nochmal upgraden. Dann machen wir hier nochmal einen Weg hin. Hier machen wir auf. So. Es schlüpft. An ant has fallen prey to a wandering harvestman. Oh. Its long, slender legs keep its vulnerable body elevated high above the leaf litter. And when threatened, it can release strong smelling odors to deter other predators. A stern response will be needed to drive this striding nuisance away. Oh shit. Wir haben hier gerade mehrere Probleme. Was bist denn du? Bitte darf ich mal anklicken? Ah, das ist der grüne Kurzflügler. Ja, ja. Ein naher Verwandter, so wie es aussieht, von dem, der uns jetzt hier ohnehin schon Ärger gemacht hat. Ihr sammelt jetzt hier noch die letzten Blätter ein. Dann müssen wir irgendwie da noch hoch, weil wir haben die meisten Nahrungsmittel, glaube ich, jetzt hier schon. Oh, Moment. Kommt mal zurück. Die wollen ja Ärger machen. Ja, alleine. Overwhelmed by the defensive leafcutter forces, the harvestman decides to make a swift exit. Man hat übrigens gerade eben gesehen, ne, wie diese Kurzflügler, ähnlich wie diese Moorkäfer, solche, also ihr Gift versprühen, beziehungsweise ihr Abwehrduft. Maßnahmen versprühen. Die haben das also auch. Interessant. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Hier gibt es wieder lecker, lecker Essen. Und ich bin am Überlegen, ob ich die jetzt hier schon upgraden möchte. Ich glaube, wir graden jetzt die hier wirklich erstmal ab, damit wir bessere Soldatenameisen haben. So, Leute. Und ich würde auch sagen, das ist ein verdammt guter Zeitpunkt für einen Break. Denn das schaffen wir eh nicht in einer Folge, das alles hier zu schaffen. Ne? Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.